Ich vertrete euch 84 Millionen Deutsche in eurer Diversität, so Annalena Baerbock bei Karin Mioska, egal ob ihr von mir vertreten werdet wollt oder nicht. Und das noch bis 2025. Ich mache weiter, ich bin die Tollste, ich bin die Größte und überhaupt rette ich die Welt. Das ist in etwa das Fazit des Interviews im öffentlich-rechtlichen Staatsfunk. Waffen in die Ukraine, wie stellen wir das nur an? Die Taurus, wie kriegen wir die dahin? Jetzt Ringtausch in den Ring geworfen, sozusagen von den Briten, von Cameron. Und das findet Annalena eigentlich ganz praktisch, hat sie gestern gesagt. Ja, kann sie sich gut vorstellen. Schickt man das zu den Briten, die Briten schicken es weiter, ist immer fein raus. Waschen wir uns, werden wir nicht nass. Unser tollstes Motto, wir tollste Regierung aller Zeiten. Hunderttausende Tote in Europa durch den Klimawandel, sagt die Zeit. Und wenn das die Zeit sagt, dann sagt das natürlich auch Baerbock oder Habeck oder Lang oder Göring, Eckert. Das ist hier das Motto, wir müssen unbedingt was machen. Lockdowns, Industrie runterfahren, machen sie ja alles schon indirekt, nicht wahr? Sind also voll auf Kurs, wie Robert Habeck sagen würde, zur Rettung unseres Planeten von uns. Wir sind eigentlich einfach nur dankbar, dass die das machen, nicht wahr? 20.000 Soldaten aus 9 NATO-Ländern üben derzeit in Polen Krieg. Das ist natürlich absoluter Zufall, dass die das jetzt machen und wir haben überhaupt nichts zu befürchten, erklärt uns die NATO. Es sind 20.000 Soldaten, die spielen da ein bisschen rum, so Flussüberquerung und so weiter. Alles ganz, ganz harmlos, aber man möchte natürlich Stärke demonstrieren gegenüber Putin und deswegen macht man das. Und auf keinen Fall, weil man das ja wirklich einsetzen möchte, auf keinen Fall, das sind Fake News. Die FAZ war ja mal ein konservatives Blatt. Jetzt darf heute der Anton Hofreiter zusammen mit dem Norbert Röttgen, beide sind ja Brüder im Waffen, Waffenbrüder sozusagen, die dürfen den Kanzler kritisieren, weil er zu wenig Waffen liefert. Olaf Scholz ist zu vorsichtig, er will diese Eskalation nicht, er will diesen Weltkrieg nicht riskieren. Anton Hofreiter und Norbert Röttgen sind entsetzt und sie tun dies kund in der FAZ.